Endlich Frühling. Warme Sonnenstrahlen lassen die Natur erwachen. Ringsum blüht es, aber das erfreut nicht jeden. Umherfliegende Blütenpollen treiben so manchen Mitmenschen fast in den Wahnsinn. Allergien haben jetzt Hochkonjunktur. Wir sind bei HealthPrevent, dem Zentrum für funktionelle Medizin in Hannover. Sascha Brinkmann ist Facharzt für Allgemeinmedizin und wir wollen von ihm wissen, warum manche Menschen so heftig auf die Blütenpollen reagieren und andere nicht. Hier ist es so, dass wir grundsätzlich von einer genetischen Komponente bei der Entwicklung einer Allergie ausgehen. Die Symptome einer Allergie werden ausgelöst von körpereigenen Stoffen letzten Endes. Einer der wichtigsten Stoffe ist das Histamin. Es gibt Menschen, die können dieses körpereigene Amin, wie man es nennt, nicht vernünftig abbauen. Hat nun jemand eine Störung in diesem Histaminstoffwechsel und eine Allergie, so potenziert sich natürlich die Symptomatik und dieser Patient hat dann eventuell eine deutlich stärkere Symptomatik. Was natürlich wichtig ist, damit solche Sensibilisierungsreaktionen nicht stattfinden, sind gute und feste Schleimhautbarrieren. Hier spielt nicht nur die Schleimhaut von Nasen- und Rachenraum eine Rolle, sondern zum Beispiel auch die Schleimhäute der Bronchien und des Darms, denn viele Inhalationsallergene, das heißt Pollen, die in der Luft sind, werden im Speichel gebunden. Den Speichel schluckt der Mensch sozusagen runter und diese Allergene gelangen dann auch in den Darm. Und 80%, bis zu 80% unseres Immunsystems liegen um den Darm herum. Das heißt, dort trifft das Allergen auf sehr, sehr viele Immunzellen. Und bei entsprechender Veranlagung und einer entsprechend nicht funktionsfähigen Barriere, also Schleimhautbarriere, kann es dann eben zu einer Sensibilisierung kommen. Das andere, was vorliegt, ist eine Imbalance des Immunsystems. Das kann zum Beispiel ausgelöst werden durch einen eklatanten Vitamin-D-Mangel. Wie aber kann nun Allergiepatienten nachhaltig geholfen werden? Es ist so, dass es natürlich Weiterentwicklungen der Medikamente gab, die bei Allergien eingesetzt werden. Das heißt, wenn wir vor einigen Jahren noch den klassischen Wirkstoff Cetirizin als Antiallergikum verwendet haben, hatten wir viele Nebenwirkungen, vor allem die Müdigkeit. Es hat einen sehr starken sedierenden Effekt, macht also sehr müde. Da gibt es heute tatsächlich neuere Präparate, die hier etwas besser sind. Letzten Endes ist es aber so, dass all diese Medikamente nichts an der Ursache der Allergie machen. Hier spielt die Ernährung eine ganz große Rolle. Wir haben viele Patienten, die auch starke asthmatische Symptome hatten, die über eine Ernährungsumstellung und weitere lebensstilmodifizierende Maßnahmen sehr, sehr gute Erfolge haben und teilweise seit vielen, vielen Jahren das erste Mal keine entsprechenden Asthma-Medikamente brauchen. Für so manchen Allergiker vielleicht ein interessanter Ansatz, denn der nächste Pollenflug kommt bestimmt.